Jo, hallo Leute und willkommen zum neuen Part von The Binding of Isaac Rebirth in 60 FPS. Im letzten Part hatten wir den mittelmäßigen Run mit Maggie. Wir sind eigentlich ganz gut dabei, wir sind im Womp. Und ich sehe gerade, wir haben noch eine Karte. Was aber nicht so gut ist, sind unsere Herzen. Also wir müssen jetzt im Womp so richtig aufpassen. Okay. Ja, komm. Danke. Ah, da liegt ein Herz. Das ist nice. Das ist wirklich nice. Oh mein Gott. Ja. Ah, wir haben ja noch das Yamhurf. Okay. Aua. Stirb. Das hätte ich auch besser lösen können. Nehmen wir einfach mal mit. Im nächsten Raum heilen wir uns dann. Wir haben schließlich das gute Yamhurf und der Raum ist überhaupt nicht schwer. Okay. Oh mein Gott, soll ich das machen? Nein, dann ist es bestimmt irgendwie Hälfte oder so ein Scheiß. Oh mein Gott. Sag mal, ich kotze dir die Wand an. Was ist denn los? Keine Ahnung, ob wir den Run hier noch hinkriegen. Ich habe auch keine Ahnung, was meine Karte macht. Es wäre gut, wenn ich mal wissen würde, was die macht. Zum Boss bringt sie mich nicht. Das ist nämlich der Empress. Wenigstens machen meine Helferlein auch schön ihren Job. Gib mir ein Herz. Shit. Das stirbt. Yes, yes, yes. Okay, noch einen Raum, dann können wir uns heilen. Oh mein Gott, Leute. Gib mir ein Herz. Yes! Das ist sowas wie ein Schutzschild, Leute. Oh mein Gott. Das habe ich jetzt gebraucht, danke. Und das ist nicht ironisch gemeint. Das brauche ich jetzt wirklich, so ein Schutzschild, ey. So, die Heuler. Ah, nein, Schutzschild, warum machst du denn nichts? Ich glaub's nicht. Und jetzt stirb mal. Danke. Okay, 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 okay. Gehen wir hier hin. Okay. Oh mein Gott. Die Brimstone-Menschen. Yes! Ohne Schaden. Ja, das ist einfach. Die machen nämlich überhaupt nichts. Noch ein Raum, dann können wir uns heilen. Ja, super, super, super. Wirklich toller, toller Raum, ey. Da freut sich jeder. Und die Kackhaufen da, also die Roten, die sind voll unnötig. Die braucht doch jetzt keiner hier. Aber geschafft. Yes. Okay. Werbung wegmachen. Ihr seht ja auch nicht mehr die Werbung. Das finde ich gut bei Open Broadcaster. Dass ihr Werbung nicht seht und da ist der Boss. Oh mein Gott. Ja, und die Maus ist im Bild. Hashtag professionell. Okay. Okay, Leute. Dann setze ich auch jetzt meine Karte ein. Ich habe keine Ahnung, was sie macht. Okay, ich habe schon mal keinen Scheiß-Boss. Und da liegt ein Herz. Doch, ich habe einen Scheiß-Boss. Ich hab einen mega scheiß Boss. Den kann man nämlich nur von hinten treffen, den Bastard. Ja. Den kann man nur treffen, wenn er seinen Schwanz da rausguckt. Das war dumm. Das war dumm. Macht er ein Herz, der Mensch? Ich glaube schon. Verdammt. Ja, der Boss ist doch kack. Ja, okay, jetzt können wir ihn schaden. Und das muss er halt öfter machen. Okay. So langsam habe ich ihn drauf. Wir haben auch eine gute Range. Und ich hoffe, dass wir gleich viele Herzen von dem Typen kriegen. Ja, komm, das ist machbar. So schwer ist er jetzt auch nicht weg. Okay. Na, das gibt's doch nicht. Ich spawnte direkt vor meiner Fresse, ey. Mein ganzes Herz ist weg. Sag mal, ich kotze mir hier einen ab, ey. Ja, jetzt guck mal irgendwo raus. Oh, du bist so ein Mensch, ne?
Oh nein, das war so dumm. Das war jetzt echt Anfängerfehler, Mann. Oh Gott. Jetzt soll er einen Anfängerfehler machen. Na, er soll mit dem Schwanz rausgucken. Okay. Oh mein Gott. Ich habe gerade Damage gemacht. Ja! Down! Damage und Range up. Gehen wir rein. Ich habe keine Ahnung, ob wir es schaffen, Leute. Das wird echt knapp mit Mams Herz. Utero 2. Wir haben aber das Schutzschild. Yes! Endlich mal ein Seelenherz, ey. Nice. Okay. Nein, das glaube ich nicht. Jetzt sind hier die Hände von der Mutter. Oh mein Gott. Okay, da komme ich nicht ran. Willst du mich ver... Oh nee, da komme ich nur mit einem bestimmten Item dran. Das ist aber voll selten. Das habe ich nicht. Ich habe mir jetzt auch ein paar Videos von Isaac angeguckt, um besser zu werden. Ich habe jetzt auch ein paar Tricks, ja, wie wir auch an gute Items rankommen. Man kann ja auch nur besser werden. Was denn? Oh Mann. So. Okay. Ich habe keine Viren. Das weiß ich. Mein Computer rastet schon aus mit Warnungen. Ich könnte Viren haben, wenn ich das und das mache, aber ich habe keine. Ich hatte einmal ein Virus. Meine Güte, ist mein Antivirusprogramm ausgerastet mit. Ich soll schnell entfernen und bitte entfernen Sie den Virus. Habe ich dann auch gemacht und läuft alles. Also, ich habe auch einen echt schnellen. Ich habe auch einen echt guten PC geholt. Extra zum Let's Playen. Also. Ich dachte, ich möchte Let's Player werden, habe ich mir auch extra so hier einen angelegt, damit ich auch... Ich glaube, mit dem Windows 8 kann man gut arbeiten. Mit dem kann man auch wirklich gut arbeiten. Solange hier das... hier Isaac funktioniert, ist alles gut. Ich spiele jetzt auf dem PC jetzt nicht irgendwie PS4 oder so. Das gibt es ja auch für andere Konsolen, glaube ich, in irgendwelchen Shops oder so. Oh mein Gott, da ist die Mutter. Und, oh mein Gott. Aber ich mache jetzt, glaube ich, noch einen Raum, damit ich halt mit dem Yamhurf mich heilen kann. Guck raus. Ach so, ich muss auf ihn schießen. Boah, ich bin so dumm. Aber ich habe auch eine gute Karte. Ich glaube, die macht mich OP. Kann das sein, dass diese Karte mich da OP macht? Komm, noch ein Raum. Ich hoffe, kein Beschissener. Ich sagte, kein Beschissener. Yes, habe ich noch irgendwie überlebt. Okay, Leute, ab zur Mutter. Keine Ahnung, ich habe keine Ahnung, ob wir es schaffen. Ja, ich glaube, ich bin jetzt ein bisschen stärker. Was heißt ein bisschen? Ich glaube, ich bin viel stärker. Okay, ich bin jetzt ruhig. Ach du Scheiße. Wie zum Teufel habe ich das jetzt noch geschafft? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich hätte niemals gedacht, dass ich noch die Mutter besiege, ey. WTF? Boah. Ja, mit Maggie kann ich es einfach. Ich habe schon oft gesagt, mit Maggie bin ich echt gut. Hat man jetzt hier auch wieder gesehen. 25? Was ist das? Was habe ich jetzt frei... Habe ich was freigeschaltet? Ja, habe ich wirklich. Lol. Okay, Leute. Der Part
Weil es aber ein bisschen zu kurz, vor allem der letzte, der war 50 Minuten. Wir machen noch einen Run. Und zwar mit Kane. Ich habe noch nie mit Kane gespielt, ich weiß nicht. Entweder mit Kane oder mit Eden. Wir haben vier Runs noch mit Eden frei. Aber ich denke, wir zocken mit Kane. Ich habe noch nie mit ihm gezockt. Okay, ein Pirat. Oder was? Ja, Damage? Damage geht eigentlich. Also seine Stats sind irgendwie so wie bei Isaac, habe ich das Gefühl. Aber er hat nur zwei Herzen. Nein. Nein, was ist denn das Besondere bei ihm? Ich weiß es ja nicht. Okay, er hat nur zwei Herzen. Das ist natürlich nicht so gut. Da hat Isaac schon mehr. Aber vor allem, ich mag Magdalena auch, weil sie vier Herzen hat. Okay, wir können jetzt noch gut nach Steinen schauen. Nice. Nice. Ist hier irgendein... Nein, hier ist kein blauer Stein, okay. Kane. Machst. Erinnert mich irgendwie an das Pirate-Kauf bei Five Nights at Freddy's. WTF. Da ist schon der Boss. Okay. Dann im nächsten Part zocken wir entweder wieder mit Ezreal oder mit... Oder Ezreal, ich habe keine Ahnung, wie man ausspricht. Oder mit Eden. Mal gucken. Bad Gas. Toll. Wir waren überall. Dann hier. Space Item. Bam. Das macht aber Damage, mein Space Item. Wenn man es gut einsetzt. Wie ich es jetzt, glaube ich, sogar gemacht habe. Oh mein Gott. Ich habe was Gutes in Isaac gemacht. Ich glaube es echt nicht. Ich glaube... Okay. Ich habe aber keine Ahnung, ob wir zum Abends Herz kommen werden, denn Kane ist jetzt nicht so der Charakter, mit dem ich oft zocke. Ich meine, das ist das erste Mal jetzt hier. Ich habe ihn ja freigeschaltet, aber ich habe mich eher mit Magdalena und Ezreal gespielt, eher mit den beiden, weil die gut sind. Eden nicht wirklich. Oh, aber schon... Oh, das gibt's doch nicht, ey. Komm, tötet ihn. Oh Gott, das war aber richtig knapp. Was ist das? Speed up. Okay, holen wir uns noch das halbe Herz. Ah, guck mal, hier ist noch ein Kackhaufen. Das ist aber... Oh mein Gott! Okay. War ich da? Ja, da war ich drin. Da war mein Space Item, ne? Ja, okay. Dann nehmen wir das mit. Und gehen zum zweiten Dungeon. Diese Dungeon erinnern mich voll wie in der, ja, an The Legend of Zelda, obwohl ich die nie spiele. Aber ich habe mal gelesen, die Dungeons sollen so aufgebaut sein wie in The Legend of Zelda. Das heißt, The Legend of Zelda habe ich noch nie gespielt. Now geht's Velvet Tracks, aber wenn ihr den Titel schon hört, könnt ihr euch denken, dass ich nicht viel Spaß damit hatte. Sorry. Wegen eines Let's Plays mal niesen. Läuft bei mir. Okay. Oh. Oh Mann. Ist hier irgendwo ein X? Nein, aber hier ist was. Ach, ich kann das Base Item noch nicht machen. Dann mache ich's. Ah, da ist aber ein X. Nice. Das ist für mich wie eine zusätzliche Bombe jetzt. Das ist schon mal gut. Hau ab, Alter, das war knapp. Alter. Okay. Okay, nice. Ja, dahin. Bam. Seelenherz und Bombe. Und die Bombe benutzen wir hierfür. Weil hier eine Kiste ist. Okay. Lol. Okay, cool. Sollten wir noch weitere Steine finden, wo Seelenherzen drin sind, dann könnte das auch ein ganz guter Mann. Wir haben einen Joker, sehe ich gerade. WTF, cool. Aua. Boah, diese Fliegen findet man manchmal noch im Utero. Die sind echt dreckig. Ich treffe aber auch nie. Okay, jetzt. Ah, okay, 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 okay. Ja, schon wieder. Na klar, schon wieder so eine. Nee. Waren wir überall? Nee, da unten ist noch ein Raum. Okay. Ah, okay. Nice. Hier sieht's voll nice aus. Voll der gute Raum. Aber hier im Feuer kann schon was sein, oft. Ja, okay. Nicht so oft. Aber ich habe auch im Feuer schon mein Seelenherz gefunden. Und das nicht nur einmal.
Das werde ich mir auf gar keinen Fall entgehen lassen. Ah, hier ist der Goldbaum, okay. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nein. Boah, das war knapp. Ich muss hier gleich noch nach einem X gucken. Was ist hier ein X? Nein, nirgends. Schade. Na komm. Okay. Jetzt komm doch mal her, okay. Und du. Stirb. Nice. HP ab? Das brauche ich, danke. Boah, wie der jetzt aussieht. Aber schon mal nice. Wir haben schon mal coole Items haben wir bekommen. Okay. Hier könnte noch irgendwo ein X sein. Ich gucke erstmal, wenn ich alle Gegner besiegt habe, ansonsten mache ich ja noch einen Fehler. X, X, nope, nichts. Okay, ja, ich bin blind, da ist wirklich keins. Entweder ich bin blind oder da war jetzt wirklich nichts. Dann gehe ich weiter. Der ist jetzt nicht ernsthaft drüber gesprungen. Hä? WTF? Was ist denn... Lol, ist es ein Item von mir? Ja, hier, Damage up. Okay. WTF. Was für ein Damage haben wir jetzt eigentlich? 4, nice. Okay, das Item hat sich schon mal gelohnt. Guck mal, wir machen jetzt viel mehr Damage als vorher. Okay. Yo. Yo, 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 yo. Und hier ist ein HP ab. Ja, okay. Ah, nice! Damage up! Och, Curse of Darkness, das hasse ich so. Ihr wisst nicht, wie sehr ich Curse of Darkness hasse. Oh, ich bin so dumm, ne? Das heilt nämlich einen komplett. Also, rote Herzen halt. Nein. Bin so dumm. Ach, da ist noch ein Kackhaufen, okay. Ja. Okay. Ja, Bad Gas. Nein. Okay, kaputt. Oh mein Gott! Haben wir irgendwie ein Speed-Up bekommen oder was? Warum bin ich so schnell? Ach, YOLO. YOLO, au, du tust mir... Hallo. Ah, Curse of Darkness ist halt ein beschissener Kurs. Ich hasse Curse of Darkness, ich hasse es. Okay, hier, war das hier? Ach, auch die netten, unnetten Gesichter der netten Menschen. Sind jetzt auch nicht gerade meine Lieblingsgegner. Am einfachsten sind immer noch die schwarzen Fliegen. Weil die einen nicht Damage machen. Und wirklich null Damage. Okay, okay. Okay. Yay. Yay, okay. War das hier? Na, wie geht's denn mit dem Kane so? Der Kane. Der Kane. Okay. Okay, nice. Nice. Oh mein Gott. Töte. Mess. Yay. Mein Space-Item behalte ich erstmal für den Boss. Oh mein Gott, hier ist eine Spinne, das sehe ich. Ja, die andere habe ich jetzt nicht gesehen. Hey. Was ist los mit mir? Ich hasse Curse of Darkness. Da siehst du diese roten
Ach, sie ist nicht. Der Empress bringt mich direkt zum Boss, das weiß ich. Dann gehen wir hier rein. Splash Damage. Was haben wir für eine Range? Den letzten Dreck haben wir. Weiß die Range immer so scheiße? Keine Ahnung. Kann ja sein, dass ich es mir nur einbilde. Okay. Auf jeden Fall heilen wir uns jetzt noch schnell. Und dann setzen wir der Empress ein. Was hatte ich eigentlich davor als Karte? Da steht aber... Ach, das macht mich stark. Ich bin dumm. Ach, hier sieht man jetzt auch immer die Bedeutung. Ich dachte schon, Mayo bring power. Dachte ich, bringt mir das jetzt Power? Anscheinend schon, aber Empress war doch immer... Die bringt mich zum Boss. Ah, okay, dann kann man jetzt eigentlich die Bedeutung... ich habe auf die Windows-Taste gedrückt. Zum Glück seht ihr das nicht. Kann man jetzt nur bei X sehen. Okay, dann hole ich mir jetzt meine Karte. Ich hatte Bad Girls. Voll die Karte, ne? Ich will aber kein Bad Girls. Und jetzt stirbt mal. Boah, ich brauche Range Up, ey. Dann gucke ich das mal an. Ist doch nicht mehr schön. Weiß ich jetzt Bescheid. Also ich kann die Bedeutung der Karte jetzt immer lesen, wenn ich X drücke. Bei mir X. Oh, ich bin aber auch ein dummer Mensch. Kann man nicht anders sagen. Oh mein Gott! Wo läufst du denn noch hin? Okay. Da ist der Boss. Und da haben wir einen dreckigen Gegner. Okay. Bäm. Alter, hat das Damage gemacht. Also mein Space-Item macht Damage. Kann man nichts gegen sagen. Und ich selber eigentlich auch. Aber ich treffe halt nie, weil meine Range der letzte Trick ist. Ja, hallo. Bringt er mich jetzt noch um oder was? Okay, nice. Gib mir zwei Herzen. Und ein Seelenherz. Nö. HP ab. Tears. Okay. Da lag ein Herz. Ich bin dumm. Ach, egal. Yay, wir sehen wieder was. Habe ich immer so schlecht geschossen? War meine Range immer so schlecht? Ernsthaft? Muss ich mir im Video nochmal angucken. Ich glaube nicht, dass meine Range vorher wirklich so am Arsch war. Mann, die Gegner sind hier aber auch nicht die tollsten, ne? Boah, wie lange ich brauche, nur weil meine Range so schlecht ist. Ich muss immer so nah dran gehen, ey. Ich brauche Range ab. Aber dringend, ey. Guckt euch das an. Wenn ich schieße, dann platscht die da auf, ey. Oder das ist mein Item. Kann natürlich auch sein. Ah ja, lauf in die Stacheln. Guck mal, gleich bin ich schon down. Oh, wie schlecht bin ich denn? Das ist kein toller Band jetzt gerade. Nö, dann bleibt noch Zeit, einen mit Eden zu machen. Oder das wird einfach ein extrem kurzer Part. Boah, das war jetzt knapp, ey. Okay, gebt mir was Gutes. Das ist euer Ernst? Okay, das sieht hier aus wie in der Chest, aber trotzdem. Ja, komm.
okay. Oh mein Gott. Ich trau mich nicht so nah ran, ey. Range. Range up, bitte. Please. Ja, guck mal, ich krieg sie so nie down, ey. Ah, doch, der eine ist weg. Okay. Okay, ja, jetzt. Yay. Ein Herz. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, okay, okay, okay. Okay, ja, okay, was ist das? Das verstehe ich nicht. Wurde ich jetzt teleportiert? Oder was war das jetzt? Ah, komm. Wenn ich halt down, ist doch jetzt egal. Der One war eh scheiße. Die Items waren scheiße. Alles scheiße. 26 Minuten. Okay, Leute. Dann geht's im nächsten Part weiter mit Azazel oder Eden. Ich überleg's mir. Dann bis zum nächsten Part, Leute. Tschüss.